herzlich willkommen zum heutigen Länderspiel. Es begrüßen Sie Wolfuß und Frank Buschmann. Ja, und den Clubtrainern sind sie ja ein Dorn im Auge, diese Freundschaftsspiele. Aber für den Nationaltrainer die einzige Chance, mal was auszuprobieren. Und hier sehen wir die Startaufstellung für die Partie heute. Sie spielen es offensiver heute im 4-5-1. Da hat er den Gegner unter Druck gesetzt und holt so einen Einwurf raus. Juhasz. Stieber. Dragovic. Hinteregger. Klein. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Janko. Sie bieten sich an. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Junusovic. Baumgartlinger. Junusovic. Der Ball kommt gut. So kann er die gegnerische Abwehr natürlich nicht unter Druck setzen. Jetzt schießt er. Den Ball hält er gut. Und die Ecke ist jetzt sicher eine gute Gelegenheit. Baumgartlinger. Der Schuss war gefährlich, aber der Spieler blockt ihn richtig gut. Und Nikolic. Jetzt ist der Ball weg nach dem Hackentrick. Čučak. Kaderball. Das könnte die Chance werden. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Schnell ausgeführter Freistoß. Zoltán Gera. Den hält er super. Eckstoß also. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Da kommt der Schuss. Ganz stark abgeblockt. Arnautovic. Fuchs. Baumgartling. Fuchs. Baumgartling. Klein. Dragovic. Gera. Und er gibt davon. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Vaga. Das ist die Chance. Eigentlich kann er das besser. Hier kommt der Ball nicht zum Mitspieler durch. Arnautovic. Souverän, er hat den Ball. Und der Ball wird weitergeleitet. Und jetzt der Schuss. Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit drüber. Ilsanka. Und jetzt die Unterbrechung. Da liegt noch ein Spieler auf dem Boden. Das könnte was Schlimmeres sein. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Nun Ilsanka.
Abgepfiffen, es gibt Freistoß, den Ball hat er mit der Hand gespielt. Richtige Entscheidung, der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Steil gespielt. Nikolic! Und so wird das, der Kopfball ist drin! Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Klasse Aktion! Er ist da hellwach, holt sich den Ball und macht ihn dann doch noch rein. Für den Keeper natürlich bitter. Sie sind jetzt knappe Führung zur Pause. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Danke. Jetzt Hinterecker. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Čučak. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Jetzt ist er auf. Marcel Sabitzer, er trifft den Pfosten. Junusovic, so wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Marcel Sabitzer. Arnautovic. So, gleich wird hier gewechselt. Jo, Bewegung an der Seitenlinie. Stieber. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Nun Ilsanker. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzen willst, wie sie es gerade tun. Junusovic. Das wird gefährlich. Der ist drin. Es steht unentschieden. Schönes Ding. Mit dem Kopf. Das sehen wir hier nochmal. Da kommt er gut hinter den Ball und kann ihm genug Tempo mitgeben. Sehr gut gemacht. Den macht er gut mit dem Kopf. Er springt im richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. 1-1. Da kommt der Schuss. Oh, der war ganz knapp. Das hätte die Führung sein müssen. Hat nicht viel gefehlt. Wir nehmen jetzt. Sauberes Tackling von ihm. Klein. Und bei der nächsten Unterbrechung kommt der Wechsel. Der neue Mann steht schon bereit. Fuchs. Nun Ilsanker. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Harnik. Jetzt Sabitzer. Čučak. Das gibt Freistoß, aber zeigt er auch eine Karte? Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Schussversuch. Den hält er super. Gleich kommt der Eckball. Sie müssen aufpassen. Da passt er auf und kann klären. Ob hier noch ein Tor fällt? Lange zu spielen ist nicht mehr. Und es steht unentschieden. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Baumgartling. Fuchs.
Dragovic. Er spielt den Pass zurück. Arnautovic. Yunusovic. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Stieber. Das war einfach. Und er hat den Ball. Klein. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden. Sie bereiten einen Wechsel vor. Jetzt beginnt die Verlängerung. Ich bin gespannt, welches Team hier noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Harnik. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Kada. Baumgartling. Kaplan. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Und da ist der Torwart da. Er hält das Unentschieden fest. Jetzt Sabitzer. Und jetzt der Schuss. Da passt der Torhüter auf. Und wieder eine unfassbare Parade. Und wieder bewahrt er seine Mannschaft vor dem Rückstand. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und nun ein Schuss. Ganz stark. Rick und damit sind sie in Führung. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Den Treffer hat er erzwungen. Super Einsatz, dass er da nicht locker lässt und die zweite Chance verwertet. 2-1, hier ist noch alles drin. Und jetzt geht's hier gleich. Was passiert hier noch? Die zweite Hälfte der Verlängerung läuft. Souverän, er hat den Ball. Er bleibt im Ballbesitz nach diesem Zweikampf. Er zieht ab. Da kommt er ein Stück raus und nimmt den Ball auf. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Schollei. Ganz einfach an den Ball gekommen. Macht er ihn! Tolle Aktion vom Torwart. Sie können den Ausgleich noch packen. Es gibt Ecke, vielleicht die letzte zwingende Aktion der Partie. Der Ball kommt rein, aber der Torhüter kann ihn abwehren. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Fuchs. Baumgartling. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Harnik. Super gemacht vom Torwart. Die Ecke muss gut kommen. Das könnte die letzte Chance sein, hier doch noch auf Unentschieden zu stellen. Da reagiert er gut nach diesem Eckball.
Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Da geht er hin und faustet den Ball weg. Der Schiedsrichter beendet die Verlängerung. Sie gewinnen dieses Freundschaftsspiel und auch wenn es heute nicht um Punkte ging, bringt ihnen dieser Sieg